Grüß euch, wir sind die Kerningen Naturspurschen. Wir zeigen euch das Marktsuchen im Havachtal. Wer sind wir? Wir sind drei selbstständige Marktsucher. Wir haben 2019 gekündigt und zeigen euch heute, wie das funktioniert. Wie ihr hochkommt, das ist ganz einfach, am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wir sind mit dem E-Bike gefahren, wie man sieht, sind wir sehr professionell ausgestattet, weil wir sehr professionell sind. Das Suchen an sich erfordert keinerlei Grundkenntnisse. Je weniger Grundkenntnisse man hat, umso besser ist es, weil dann verlässt man sich noch mehr auf sein Gefühl. Das ist gleich mal der erste Tipp. Grundsätzlich braucht es neben sehr viel Geduld ein wenig Werkzeug. Besser ist weniger Werkzeug, weil dann verlässt man sich mehr auf seine Sinne und konzentriert sich besser darauf, was man eigentlich sucht und wo man eigentlich sucht, was das Allerwichtigste ist, um ans Markt zu finden. Eines vorweg, wir hatten dicke Beute. Zum Suchen selber brauchst du ein Sieb, ein Kiwi und eine Schaufel oder einen Spaten oder sonst irgendetwas. Damit geht es am leichtesten. Zuerst holst du mal irgendwie ein Material aus, von dem du glaubst, dass da ein Smaragd drinnen sein könnte. Am schlauesten ist, du holst irgendein Material, wo nicht schon 10 Leute gesucht haben. Und dann holst du noch ein Material, was von der Größe her passt. Also wenn es zu große Steine sind, dann bringt das nichts. Und wenn es zu klein sind, also gerade ein Sand, ist auch nichts. Du magst ja eine gescheite Größe finden und nicht irgend so ein kleines Ding, was nichts wert ist. Wenn du das Material hast, dann schaust du mal, dass du es mit dem Sieb auswascht. Er hat zum Beispiel nicht einmal eine Schaufel, der tut sich ganz schwer, aber er glaubt, er ist gescheiter wie die anderen. Am Ende des Tages hat er trotzdem was gefunden. Warum? Weil er am richtigen Ort gesucht hat und das ist überhaupt das Allerwichtigste. Das Material nehmt ihr dann am besten und wascht es einmal ordentlich aus mit dem Sieb. Schaut, dass das Sieb nicht zu große Löcher hat, damit noch halbwegs was drinnen bleibt. Und dann, wenn es richtig gut gewaschen ist, also kein Schlick, kein Sand, kein Ton mehr drüber ist, nur noch der kleine, feine Schotter, den ihr eigentlich haben wollt, dann könnt ihr zum Suchen beginnen. Legt das Sieb irgendwo hin, wo ihr im Idealfall ein gutes Licht habt, und dann schaut es ganz genau durch und dann geht es dran an die nächste Schippe. So findet ihr am besten was und so funktioniert das halbwegs gut. Schaut, dass das irgendwo hinlegt, wo ihr eine gute Position habt, dass ihr nicht den Rücken wegkriegt. Und dann heißt es genau schauen. Wenn es ganz genau schaut, findet es an. Da ist schon der erste. So schaut es ungefähr aus. Das ist das typische Habachtaler Smaragd. Dass er da alles ein bisschen unscharf ist, das liegt daran, dass er noch nicht geschliffen ist. Zack, Anschlag, gleich der nächste. Mal schauen. He's freaking out the bass. The brooms are all confused. The boogies have a fun view. He's scared off all the bass. The Barney's gonna spew. Boogie boarders have a challenge view. Anyone got some extra gear?